So Leute, ich war im Levi's Store. Ich habe nämlich Jeanshosen gebraucht, war im Outlet Center. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich gekauft habe und wie viel ich dafür gezahlt habe. Falls es euch interessiert, das Ganze war in der Outlet City Metzingen. 3 Jeans habe ich mir gekauft. Ich habe auch wirklich Jeans gesucht an diesem Tag und nach denen geguckt und bin halt bei Levi's hängen geblieben, weil es dort irgendwie die schönsten gab, beziehungsweise die, wo mir gefallen haben. So, Nummer 1 ist diese dunkle Jeans. Das ist die 514 Straight. Ja, die habe ich jetzt genommen wegen der Farbe. Ich habe gesagt, ich möchte eine dunkle, eine helle, und da habe ich halt nur so eine mittlere genommen. Und weil es ein Angebot gab, und zwar 3 für 185. 2 für, weiß nicht wie viel, auf jeden Fall haben sich 3 halt mehr gelohnt. Und ich habe gesagt, wenn ich 3 finde, die mir gefallen, nehme ich 3 mit. So, dann habe ich die 501 Jeans. Das ist so ziemlich das Standard-Standard-Modell. Ich fand es aber irgendwie cool, weiß ich nicht. So, die ganz helle, ich fand, wo sie so da lag, sage ich so, sieht nicht so gut aus. Und die Verkäuferin sagt, nimm, zieh mal an, das sieht dann ganz anders aus. Und auch schon, wo ich es ausgepackt habe hier, fand ich schon viel, viel schöner. Also, muss schon sagen. Übrigens, hier, die haben eine Knopfleiste. Für mich besser, weil Reißverschluss vergesse ich immer, keine Ahnung. Jo. Und dann habe ich halt noch die mittlere genommen. Habe ich gesagt, warum nicht? 3 Stück ist ein guter Preis. Ich habe nicht auf die Preise geguckt, weil die haben unterschiedliche. Ob sich das jetzt nun lohnt und nur die teuersten nehmen. Ich habe mir einfach nach der Farbe geguckt und nach der Passform. Also das war so die mittlere. Auch hier von hinten, finde ich, sieht sie ein bisschen ausgewaschen aus. So leicht abgenutzt. Von vorne aber sieht sie echt gut aus. Auch hier, das ist die 501 Original. Übrigens, der Outlet-Preis wäre bei 83 glatt und bei 119 Normalpreis. Hier bei der Hellen wäre der Outlet-Preis nur 76. Aber wie gesagt, ich habe nicht danach geguckt. Wenn wir jetzt mal rechnen, ja, auch 3x 76 wäre günstiger mit 185. Wobei es aktuell, glaube ich, 20% oder 30% gibt. Black Week übrigens. Und hier, die Straight, die hat 90 Euro gekostet. War die teuerste von allen. Normalpreis 129 übrigens. Bei der Helen ist der Normalpreis 109. Damit ihr es mal kurz gesehen habt. Die Verkäuferin war super cool. Also hier habe ich eine Runde kürzer genommen. Ansonsten, falls ihr irgendwas darüber wissen wollt. Ich habe jetzt nur nach den Jeans geguckt. Ich habe nicht geguckt, ob sie irgendwelche Pullis haben oder sonst was. Müsste ich vielleicht mal machen. Ich fahre heute sogar nochmal hin, glaube ich. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr irgendwas wissen wollt. Irgendwas nochmal sehen wollt. So Aktionen lohnen sich halt in aller Regel. Und ansonsten hätte ich jetzt nichts, was mir einfällt. Schreibt mir in die Kommentare, was euch einfällt. Bis dann. Ciao.